Ah, die Real-Life Guys haben was gebaut. Die sind gegen einen 25 PS Motor in ein Spielzeugauto eingebaut. Okay, baby, baby, let's go. Whoop, whoop, whoop. Auf die Plätze! Fertig! Das hier ist der Spielzeug-Porsche von Simon Will. Der fährt im Moment zu 5 km/h. Das ist natürlich viel zu langsam, deswegen bauen wir da jetzt richtig krasse Motoren ein. Und dann okay, entspannt euch. Dann schauen wir, ob wir am Ende schneller sind als ein richtiger Porsche. Dann machen wir jetzt mal die ganzen unnötigen Sachen hier aus dem Porsche raus. Das hält doch niemals, oder? Ist es eine gute Idee, mit einer Kettensäge so ein kleines Auto klein zu machen? Ich weiß nicht, mit wer sonst. Oh, mega nice. Alter, du sitzt so viel entspannter so. Ja, echt? Da der Porsche nur aus Plastik ist, brauchen wir eine stabile Grundlage und dafür haben wir dieses Kart hier. Das. Simon, hast du schon mal eine Flex in der Hand? Nee. Hast du Bock? Nö. Das ist aufwendig. Wir haben voll unterschätzt, wie klein der Porsche ist. Deswegen können das passt doch gar nicht, oder? Gar nicht wirklich benutzen. Da ist einfacher jetzt einfach komplett einen selber aus so Stahlrohren zu bauen. Okay, alles klar. Also ein eigenes Chassis tatsächlich, wirklich. Heftiges Projekt wieder, wa? Antriebswelle sitzt. Das ist auch fast Bremse wichtig. Simon, was sagst du zu deinem Drag Racer? Ich werd gerade so excited. Das ist der Originalmotor, den wir rausgeholt haben. Ich habe wirklich viel mit ihm erlebt. Ja, ist ja ein Witz, oder? Und jetzt kommen die Motoren hier rein. Der da hat 36 Watt und die hier 18.000. Ja gut, okay. Das heißt, es ist 500 mal so viel Leistung. Sofero-Kuss, dankeschön. Als ob der TÜV dann nein sagt. Krass, mit einem richtigen Kettenzug sogar. Eine geile Antriebskette, dann heißt. Wir haben gemerkt, dass die Go-Kart-Räder für vorne zu dick sind, weswegen wir jetzt Spezialreifen drauf machen. Okay. Die Fahrgestell ist jetzt natürlich noch viel zu dick, deswegen kürzen wir das nun runter. Das ist so klein geworden. Crazy, dass sie es wirklich ja mal komplett anpassen, ne? Müssen sie ja auch. Ich meine, der Unterbau muss ja auch stabil sein. Jetzt war es endlich soweit. Die beiden Rahmenteile konnten zusammengefügt werden. Das Fahrgestell hier ist jetzt fertig. Ich finde, es sieht einfach schon so nice aus. Ja, vielen, vielen Dank. Bevor wir jetzt die Karosserie drauf machen, testen wir jetzt einmal gerade den Motor. Wir haben jetzt hier den Regler angeschlossen. Meint ihr nicht, dass er unter Last untersteuern wird? Kann gut sein, ne? Das ist der krasseste Regler, den wir gefunden haben. Der ist von MGM. Wir haben euch den mal verlinkt. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an MGM, dass die uns ihn geschickt haben. Ich würde sagen, ich schließe jetzt die Batterien an und dann testen wir das mal. Dicke Akku-Packs auf jeden Fall, ne? Oh, yo, okay. Wenn da nicht Gewicht drin sitzt, dann ist das Ding ja sofort weg. Find's aber nice, dass sie es mit dem Elektromotor gemacht haben, weil die Beschleunigung dann aber ganz anders schiebt. Sehr, sehr krass. Ach, die Stange. Die Lenkstange sieht dünn aus, oder? Da will man, glaube ich, nicht drauf sitzen. Krass, dass es auch einfach hinten reinpasst. Was machst du gerade? Ich will herausfinden, wo das Lenkrad sein muss, also wie hoch das sein muss. Weil so ist wahrscheinlich ein bisschen komisch zu lenken. Ja, ich glaube, es muss ein bisschen tiefer. Das einfach so einem Kind verkaufen und der zwackt da komplett raus. Simon, teste mal die Lenkung. Was machen Sie jetzt? Gaspedal.
mit dem Salz. Ich mache hier unten jetzt noch eine fette Stahlplatte als Sitz rein, damit man nicht anbrennt, wenn die Akkus explodieren. Und wir machen jetzt hinten noch so einen kleinen Kettenschutz rein, falls die Kette abfliegt oder so, dass man die nicht komplett in den Rücken kriegt. Wäre nicht verkehrt, ja. Boah, Alter! Er wiegt so viel! Simon, wie ist das Feeling? Erste Mal im neuen Porsche? Total. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Vor dem Rennen gegen den großen Porsche haben wir Simon die erste Probefahrt machen lassen. Es wird jetzt also Zeit für den ersten Fahrtest und ich war auf jeden Fall schon echt gut aufgeregt, weil ich... Alter, ich will wissen, ob Simon Will den immer noch hat. Ich rufe den ganz kurz mal an. Weil wenn der den noch hat, dann würde ich damit actually gerne mal fahren, Mann. Das wäre ganz geil, oder? Das wäre doch mal was Cooles für einen Vlog. Ich frage ihn mal, wenn er den hat, das wäre krass. Ich weiß nicht, ob ich aber da reinpassen würde, oder? Das ist die Frage, ob ich jetzt hier Empfang habe oder nicht. Hallo, hier ist die... Perfekt, ich rufe nochmal an. Vielleicht hat er nichts stören drin. Kann gut sein. Manchmal haben Leute das... Ah, ja. Ach du Scheiße. Digga, what the f***? Digga, der drückt mir einen DMCA-Strike rein. Der drückt mir einen DMCA-Strike. Hallo? Wie macht der? Hallo, hier ist die Mobilbox on. Perfekt. Ach, der macht nichts mehr. Ach so, super. Danke für den DMCA-Strike aber. Ich bisher noch nie mit irgendwas Vergleichbarem gefahren bin und der Porsche bisher nur so 6 km/h gefahren ist. Ich habe mich erstmal so ein bisschen rangetastet, habe erstmal ein bisschen Gas gegeben. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe echt gute Kontrolle. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, let's go. Junge, what the f***? Danke, danke schön. Kuss für den Zapf. Alter, krank, Junge. Wie krank, dass schon mit Zapf ging gerade. Es hat so gut funktioniert, ich konnte es übel gut steuern. Das Ding bekommt eine Straßenzulassung, Mann. Das muss auf die Autobahn. Jetzt waren wir endlich bereit für das richtige Rennen. Dieser Typ so, sag mir, wenn ich losgehen kann, ja? Motor zieht auf jeden Fall gut an, ne? Aber ich glaube, in der Endgeschwindigkeit kriegt der Porsche ihn trotzdem. Boah, heftig aber, ne? Krass, ja, da zieht der Porsche aber dann vorbei. Keine Chance. Aber die ersten Meter hat er. Krass, 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 krass. Ey, wäre die Strecke ein bisschen kürzer gewesen? Nicht schlecht. 25 PS auf der, also ist schon noch heavy, ne? Die Höchstgeschwindigkeit top ich jetzt nicht. Aber naja, es war trotzdem ein schönes Rennen. Macht echt so Bock mit dem zu fahren, fühlt sich so schnell. War der Porsche ein würdiger Gegner? Ich hatte am Anfang Probleme, aber dann nur habe ich es geschafft. Okay. Den Porsche zu fahren hat richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wo wir noch überall hinfahren sollen. Bitte, ich will damit fahren. Bitte, bitte, lass mich damit fahren. Bitte, bitte, bitte. Mach mal Augen zu, wenn er redet. 1:1, Dave. Ja, dachte ich eben auch, Bro. Falls ihr noch Ideen habt, wie wir den Porsche weiter tunen können, schreibt das auch in die Kommentare. Ich werde. Ich habe eine Idee. Macht einen 60 PS Motor rein. Für dass wir da noch einen fetten Raketenantrieb dran bauen. Okay. Wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Geiles Video mal wieder. Sehr, sehr geiles Video. Einfach ein 918er Motor, einen echten da rein. Das ist es, Mann. Das ist es halt einfach, oder? Perfekt. Das sollte man. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee. Ja, doch, das sollte man definitiv tun.